Moin, ich bin Bettina Tietjen und ich liebe Camping. Endlich geht mein Roadtrip-Abenteuer weiter. Eine Tour von Deutschland über die Schweiz und Österreich nach Italien. Vom Bodensee bis an den Gardasee. Traumhaft. Natürlich habe ich mir auch wieder prominente Begleitung eingeladen. Die Schauspieler Oliver Mommsen und Gisa Flake, Comedian Kossu, Sängerin Lucy Diakowska und Unterhaltungsmultitalent Ingolf Lück. 6 Camper, 3 Wohnmobile für eine Woche zusammengeschweißt. Auf geht's! Ich bleib für immer hier, ich bleib für immer. Was für ein Panorama! In der Morgensonne ist unser Platz genauso schön wie im Glanz der Lichterketten. Wir haben die Nacht in den Glamping-Lodges und den Wohnmobilen genossen und starten entschleunigt in den Tag. Frau Nachbarin? Was schreist denn da? Bonjour. Hast du auch geduscht? Ja, ich habe auch. Also, wunderbar. Guten Morgen. Ingolfs Aufgabe ist ja klar. Morgen. Ah. Das ist aber sehr, sehr nett, dass du, obwohl du nicht in dem Camper schläfst, zumindest dich ums Klo kümmerst. Naja, einer muss es ja, ne? Als bekennende Langschläferin muss ich mich schnell noch um den Rückbau meines Autos vom Schlaf zum Reisemobil kümmern. Jeder kehrt vor seiner Tür. Also der Jerry, der ist auf jeden Fall dabei. Jerry, guten Morgen. Der mag dich, weißt du? Der hat es mit Männern nicht so, weil ich glaube, dass er in seinem Leben vor uns geschlagen wurde. Autsch. Und mittlerweile spürt er, welcher Mann so, nicht falsch verstehen, eine weiche Seite hat. Hm. Also so, okay, dann gehst du weg, oder wie? Nein. Das reicht mir jetzt. Weiche Seite? Weich möchte ich nicht sein. Das bin ich nicht. Hol den anderen Hund. Das ist wirklich schön, mit so einem kleinen Rollköfferchen voller Scheiße. Das ist schön. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch im Flughafen einchecken. So. Ja. Das würde kein Mensch merken, wenn man denkt. Sag mal, unsere Schnösel, die sind noch hier oben irgendwo, oder? Ja. Warte mal. Rapunzel! Lass dein Haar herunter, auch wenn es schwarz und lockig ist. Eine wunderschöne Lucy und 4 Hündchen. Der ist kaum wach und schon fängt er an, mich zu dissen. Was ist der Plan? Keine Ahnung, kommst du mit spielen? Auf jeden Fall. Komm, wir gehen Camper ärgern. Ich bin sofort da. Dieser kleine familiäre Platz auf dem Rittner Sonnenplateau hat mit seinen unterschiedlichen Stellplätzen für jede Art von Camping etwas zu bieten. Was wäre so dein Stil, wenn du jetzt sagen würdest, ich wäre jetzt Camper, mit was wärst du jetzt unterwegs? Ich glaube, ich würde das Zelt. Ja? Weil das ist mir alles zu viel. Zu puristisch, also sehr puristisch einfach so. Ja, aber du bist doch nur am, ich bin die ganze Zeit nur am Aufräumen, am Machen, Tun, Dingsbums. Ja. Oder? Du bist die ganze Zeit am Rangieren. Ja, weil das ist halt schon klein, du musst alles sichern, drehen im Camper. Also wenn du jeden Tag irgendwo fahren musst, ist das natürlich dann halt... Rein, also raus, das, rein. Aber wenn du dann für eine Woche irgendwo bleibst, also ich fand das großartig. Ich finde, auch bei diesem Panorama kann man ja nichts anderes machen, als Fäkalien zu entsorgen. Ja. Guck mal hier. Da, hier ist diese Entsorgungsstelle. Ach. So, das heißt, du musst jetzt hier, guck mal, ja? Ja. Dann musst du das natürlich, damit das... So, ja, jetzt machst du das hier weg. Ja. Ja. So. Und jetzt musst du, sonst kommt ja, spritzt ja alles ins Gesicht. Das, ja, das will ja keiner. Musst du hier auf diesen blauen Knopf drücken. Mhm. Und dann, weißt du, so, ja. Und dann entleerst du das. Oh, ist ein schönes Geräusch. Hier, das ist so eher deins. Ja, aber so war das auch, so sind meine Eltern früher immer los, ne? Ja, so ein schönes großes Zelt. So ist spitze. Und dann vorne irgendwie alles so aufhängen. Das Ding ist, das ist so Balkan Way. Ja, ja, aber bei denen, da braucht man mindestens 2 Stunden für den Aufbau. Das und jetzt kommen wir. Das ist schon, das ist Next Level. Dann frage, also ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber da frage ich mich, warum geht man denn dann überhaupt noch campen? Oder? Ich weiß nicht. Ist halt komm, lass uns in dieses kleine italienische Dörflein fahren mit den lustigen Gassen. Abrisskante. Ey, im Tierchen sein Pläsierchen. Das stimmt. Also sowas würde ich mitnehmen. Da würde ich mich wohlfühlen. Da würdest du noch 10 Hunde irgendwo aufsammeln? Da würde ich mich wohl mit. Aber da brauche ich so einen Busführerschein für, ne? Und jetzt ist es ganz leicht und eigentlich ist es getan. Auf geht's. Auf geht's, zurück. Siehste, ne? Nee, super einfach. Ja. Das macht ja Spaß. Ja, aber das ist eben das Schöne beim Camping. Du hast deinen 120.000 Euro
Campingmobil. Ja. Und trägst trotzdem deine Scheiße durch die Gegend. Okay, und deswegen kämpfe ich nicht mit Männern. Absolut widerlich. Geh weg. Was ist denn hier drüben los? Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Aber jetzt haben wir es geschafft. Super. Seid ihr alle fertig? Fix und fertig. Guck mal, Gisa, hier, dein Hut habe ich in meinem Auto gefunden. Danke. Ich wollte euch nur mal eben sagen, was heute passiert. Weil es jetzt schon ungefähr 30 Grad sind, dachte ich, wir gehen schwimmen. Yes. Wir machen einen Tag am See. Was haltet ihr davon? Fein. Jetzt müsst ihr nur noch entscheiden, wer mit wem fährt. Ich möchte mit dir fahren, ich bin noch nicht mit dir gefahren. Ja, das ist gut. Ja, fahren. Gut, dann los. Und was ist das auf der Schartneralm? Wunderschön, ich habe mich vorhin schon gefragt, ob ich hier noch mal herkomme. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier noch mal sein werde. On the road again. Seid ihr eigentlich noch zusammen, ihr Angels? Ja. Ja, tatsächlich? Ja. Ihr hattet also, ja letztes Jahr. Man ist ja so gewöhnt, dass... Super. Try to believe it's getting better. Better. Da-da-da. Nee, weil ihr habt ja auch, ihr wart ja so, dann wart ihr zusammen, dann wart ihr getrennt. Ne? Tatsächlich sind wir einmal ganz, ganz groß auseinandergegangen. Das war ja 2003. Ja. Und danach kam Vanessa nicht mehr zurück. Ja, genau. So, dann wart ihr nur noch. 2007. Ja. Und 2020 kamen wir wieder zusammen. Und zum 21 haben wir tatsächlich wieder angefangen zu arbeiten und damit auch das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Ganz genau. Wir hatten mal sogar am Campingplatz ein Holländer dieses Lied beigebracht. Deutsches hier, Deutsches da, overall ist ja klar, mit der Camperbühre kommen mit der Karawan. Also, man versteht's ja, ne? Also, Deutsche überall und immer mit dem Karawan unterwegs. Wo hast du dieses Talent? Hast du dir das angeeignet oder war das einfach immer schon da? Ich glaube, es braucht für alles grundsätzlich so ein bisschen Talent. Meine Mama macht auch meine Mama hat immer auch Stimmen imitiert, aber auch Tiere. Meine Mama kann super Tiere imitieren. Ach, echt? Ja, die hat sogar Preise gewonnen damit. Was und denn für Tiere? Alles, Schafe, Hühner, Hunde, Katzen, alles was man so als echt? Ton kennt von Tieren, ja. Das ist super, das liebe ich ja übrigens auch. Ne? Ja, super. Aber ich kann es nicht so gut, ich mache es aber sehr gerne. Ich kann auch noch, ich kann so Vögel, kann ich gut. Ne? Mach mal. Zeige ich dir auch meine Möwe. Okay. Das ist ja richtig gut. Das ist ja super. Ja. Das klingt ja total echt. Ja. Und jetzt die Möwe? Die Möwe geht so. Au! 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 Oh, gut. Also da die phonetische Kreativität habe ich wahrscheinlich von meiner Mama. Und dann war ich ja lange Zeit mit Bill & Jaylen auf Tour. Und dann haben wir uns, also ich habe ja für ihn am Anfang habe ich ja Merchandise gemacht, ja, am Merchandise-Stand. Ja. Und irgendwann hat er mitbekommen, dass ich Musik mache und hat mich auf die Bühne gelassen. Und dann war ich auch Support Act, war aber gleichzeitig immer auch noch der Merchandiser, der halt in jeder Stadt mit den Leuten kommuniziert hat. Und wir haben uns dann irgendwann Spaß draus gemacht, halt so zu quatschen wie die Leute jeweils so in den Orten, also in Sachsen, in Hamburg, in Bayern, ja, in Berlin. Und mittlerweile ist er sozusagen Beruf geworden. Ihr könnt ja mal Ausschau halten nach dem Kalterer See. Irgendwann muss der kommen. Irgendwann können wir den sehen. Da ist er schon. Ich sehe ihn. Wir sehen ihn! Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Und jetzt das. Das. Boah, wie liegt der schön, oder? Wahnsinn! Ja. Macht's? Ja. Ich fahr jetzt einfach so. Echt? Oh, das ist aber knapp, ja. Oh. Das ist aber sehr knapp. Ingolf. Naja. Warte, ich fahr noch mal zurück. Oh. Hilfe! Mach mal kurz. Wie soll ich denn hier noch rauskommen? Ja. Ich glaube, ich fahr mal ein Stück vor. Der kommt ja immer näher auch. Ja, nee, das ist zu riskant. Oh, ach, jetzt fährt sie wieder weg. Was macht sie jetzt?
fahren. Echt? Scheiße, ich will hier entgegenfahren. Ich glaube, sie ist in den Baum gefahren, oder? Aber auch. Bist du in den Baum gefahren? Ich bin irgendwo gegen gefahren, ich weiß aber nicht, wo gegen. Den Baum. Ich glaube, das muss so. Ja, das war von, das war schon. Oh. Habe ich was kaputt gemacht? Nein. Nee, kaputt ist es nicht. Nein, nee, kaputt ist nicht kaputt. Ist alles gut, läuft, super. Ist nichts. Nee. Ist nichts. Nein, wirklich nicht? Das ist also wirklich nur eine Kleinigkeit. Nein. Das Geld. Das geht auch noch. Das muss, also das, guck, schau. Was denn? Nein, ist nicht. Nein. Guck mal, das muss nur da rein. Wie kam das? Der ist nach vorne gegangen, der Baum. Der ist so, aber ich habe den Baum nicht gesehen. Der war auch vorhin noch nicht da. Aber ist das ist nicht kaputt, ne, jetzt, oder? Nein, das ist nicht kaputt. Oh nein. Ja, wir müssen das auf jeden Fall. Vielleicht können wir das noch mit noch tapen, vielleicht. Ein Glück, dass der Chef vom Strandbad gleich zur Stelle ist und bei der provisorischen Reparatur helfen kann. Dem Hausmeister und dann schauen wir mal. So, danke schön, das ist sehr freundlich von Ihnen. Herzlichen Dank. Nach dem Schrecken brauchen wir jetzt wirklich dringend eine Abkühlung. Ach, sowas liebe ich. Das erinnert mich an das Freibad in Hillegossen bei uns. In was? Hillegossen, da habe ich meinen ersten Kuss gekriegt von Heike Brinkmann. So, hier können wir uns jetzt gemütlich machen. Ach, ist das herrlich. Das ist ein bisschen wie aus der Postkarte ausgestanden. Ja, aber wirklich, ist das schön. Also, mir gefällt's hier sehr gut. Der ist ein bisschen retro. Ja. Da sind so Umkleidekabinen auch, ne? Und dann können wir los. Ich brauche gar keine, weil mein Badeanzug schon hier dran ist. Aber fertig! Let's go! Ja! Boah, ich bin so eine Wasserratte. Ich liebe Wasser. Weißt? Jetzt ist es für mich super hart, da nicht reinzuspringen. Was mache ich mit dem Bauch? Nimm es einfach mit! Scheiße. Gehört dazu. Ich besorge uns vielleicht mal ein paar Snacks oder so. Hier ist das ist eine der besten Ideen, die du die letzten 30 Jahre hattest. Ehrlich? Ja. Auf geht's! Bis gleich! Tschüss! Enzo, mio palma, andiamo. Ab jetzt mal klar. Die sehen ja toll aus alle, tschüss. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. A rub dub, just relaxing in the tub. Thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub. Jetzt einmal, Bulgarian way of fruit. Splish, splash. In the bath. Well, I was out and know there was a party going on. It was a fishing and a splash. She was rolling with the feeling. Moving and a moving. Rocking and a rolling. Yeah, yeah. Aha. Dann herzlichen Dank, dann nehme ich das mal so mit für meine Leute. Oh, ist das wieder heiß auf den Steinen. Ach, schön. Dann wartest, bis die anderen kommen. Hast du mal geguckt, wie tief das ist? Da ist er wieder. Ich hab's. Wer hat denn da an alle gedacht? Wie konnte das passieren? Wer hat denn hier an alle gedacht? Wisst ihr, was ich so toll finde an diesem Moment jetzt? Dass wir endlich mal alle Tattoos von Lucy sehen. Ein richtiges Kunstwerk, was die da an sich hat. Was war denn dein erstes Tattoo? Dieser Jimmy hier. Und das letzte ist der Kompass. Ah, mit Ihnen bleiben wir eigentlich jetzt den ganzen Tag hier? Ich dachte, wir bleiben beim Genusstag und fahren auf dem Weingut. Wow! Vom Kalterer See aus cruisen wir entlang der malerischen Südtiroler Weinstraße.
finde ich schön, dass du auch mal mit mir fährst. Ja. Für deine Hunde endlich. Ist das okay, ne? Nein, für den ist das total entspannt. Ja. Sehr entspannt. Setz dich mal hin. Genau. Super. Ja. Ideale Position noch nicht gefunden. Drehen sich noch mal ein paar Mal, ne? Genau. Ja. Ja. Und. Sehr gut. Kannst ja deins auflegen. Was denn? Was, worauf du Bock hast? Ich kann dir mal eins zeigen, das heißt Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent? Yves Saint Laurent. Es geht um eine Beziehung zwischen zwei Männern, ähnlich wie bei uns sozusagen. Ja? Da hast du schon damals drüber gesungen? Ja. Aber ich wusste nicht, dass du singst. Ja, soll ich dir jetzt was? Du hast ja nie nachgefragt. Und so rum. Und Yves Saint Laurent, mein Kompagnon. Zum Abschied für dich ein Chanson. Laurent, Yves Saint Laurent, leg dir los und dein Herz, denk an die Nacht mit dem Croissant. Hattest du denn immer Hunde? Bist du so, also, Nein. Bettina, ich bin ein Neuhalter. Neuhundehalter. Ja, die Melli ist mein erster Hund. Das war die beste, wirklich, eigentlich so, wenn ich über Entscheidungen in meinem Leben spreche, so Lebensentscheidungen, ja, weil viele berufliche Entscheidungen sind ja auch Lebensentscheidungen gewesen, aber haben tatsächlich mit einem Beruf zu tun gehabt. Und das ist eine Lebensentscheidung gewesen, was eigentlich überwiegend mit einer so einer großen Verantwortung zu tun hatte. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, ob ich weiterhin reisen kann. Eben, das ist ja... Weil ich dann alleinerziehend bin. Genau. Weißt du so? Oh, jetzt schlafen die drei. Ja. Sie hecheln auch nicht mehr, das heißt, ihnen ist nicht warm. Ja, genau. Alles gut. So entspannt. Nur wir beide gefangen im Moment. Nichts, das mich ablenkt. Außer dem Stück Darm der Rindersalami, das zwischen die Szenen hängt. Ich will eigentlich gar nicht hinschauen, doch muss und denk, nein, ich sag nix dazu. Ich wend den Blick in seine azurblauen Augen und lausche ihm in Ruhe. Und Yves Saint Laurent, mein Kompagnon, zum Abschied für dich ein Chanson. Aber weißt du, was ich interessant finde? Du bist ja so ein sehr fürsorglicher Typ. Das merkt man ja jetzt schon. Du bist total fürsorglich mit den Hunden und so und kümmerst dich um deine Mutter und alles. Und du wärst doch eigentlich auch ein idealer Familienmensch. Aber eine eigene Familie zu haben, hast du nie überlegt oder hast du auch darüber nachgedacht? Nee, das hat sich jetzt. Ich habe nie eine Partnerin gehabt, die das haben wollte. Die das auch wollte. Genau, weil ich habe nie. Ich sage es jetzt mal unglücklicherweise für mich, diesen Mutterinstinkt gehabt, schwanger werden zu müssen, durch eine Schwangerschaft zu gehen, durch eine Geburt zu gehen. Das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen. Ist ja nichts Schlimmes, aber kann ich auch Kinder adoptieren. Also, theoretisch könnte man. Ich habe nie diese Freiheit gehabt. Einfach, weil ich auch ein bisschen für meine Familie immer gesorgt habe und jetzt mein Arbeitsleben nie diese sehr hohe Beständigkeit hatte, um zu sagen so, ich habe jetzt ausgesorgt, ich kann mir jetzt mal 5-6 Jahre leisten. Ja, okay, natürlich. Was soll ich denn alleinerziehend mit einem Baby, das ich dann durch die Weltgeschichte rumscheuche, wie soll denn das Baby so ein, dieses... Gefühl von, ne, von ein Zuhause, Geborgenheit bekommen. Klar, von mir. Aber ja, zu zweit. Ne? Wenn du jetzt eine Freundin, Frau hättest, die das sagt, ich komme mit, ich mache genau, das. Ne? Und ich bin ja immer noch einfach, ich bin in großartige Familienverhältnisse groß geworden. Mit Großeltern, die sich um mich gekümmert haben, die mich geliebt haben. Und ich hätte am liebsten das mein Kind gegeben. Ja, ja. Aber es hat sich nicht ergeben. Au revoir, à bientôt. Mach's gut, mein Kleiner. Das hat schon, doch, hat gezündet. Das Einzige ist, ich erkenne deine Stimme nicht. Das ist traurig, finde ich. Nein, aber weißt du nicht, was ich meine? Also es ist eher so ein Typ, also ich würde die Stimme eher mir zuordnen.
Ja, aber das ist doch gut. Ich schlüpfe ja in Rollen. Das ist ja auch das, was ich noch mache. Ne? Ich versuche ja verschiedene Genres zu bedienen und dann finde ich das auch gar nicht. Aber können wir mal kurz hier das genießen und das mal gucken, wie es aussieht. Das ist ja auch fast wie ein Märchen, oder? Bist du Weinkennerin oder lieber Bier? Ich bin auch wirklich mehr Typ Wein, aber ich habe immer bis vor so 2-3 Jahren gesagt, ich lasse mir meinen schlechten Weingeschmack nicht kaputt machen von gutem Wein, weil ich fand immer so, dass so ein Wein für 3,99 € völlig ausreicht. Ach. Und dann haben wir bei so einem Bio-Weingut bestellt und wir dachten, oh, du schmeckst den Unterschied, verdammt. Und dann waren wir auch am Gardasee und haben da direkt den Wein abgezapft vom Winzer. Und da war mein schlechter Weingeschmack verloren. Ja. Seitdem bin ich ein bisschen snobby. Guck dir mal bitte die Berge an. Also die Berge sind klar. Ich habe hier gedreht, deswegen bin ich gerade so ein bisschen irgendwie so, ah ja. Ich habe hier Bozenkrimi durfte ich drehen vor 2 Jahren. Und ich weiß genau, was du meinst. Ach, wie schön. Okay, das sind jetzt wirklich die Weinberge. Ja, und vor allem, aber was für ein schönes Dorf auch. Ja. Unser Ziel ist ein Weingut im Dörfchen Kurtinik, ein Familienbetrieb. Hier wollen wir was lernen über die Kunst des Kelterns und natürlich später auch kosten. Das sieht aber italienisch hier jetzt aus. Ja. Wann hattest du zuletzt eine lange, feste Beziehung? Wie lange ist das her? Definier lang. Ja, keine Ahnung, ein paar Jahre? Oder? Nee. Aber die große Liebe kann ja jederzeit, das kann ja immer kommen. Also, es gibt halt ja kein Alter. Weißt du was? Ich habe nie aufgegeben. Ich habe deine Träume nicht aufgegeben. Und gerade auch an der Liebe. Wow, das ist ja riesig. Guck mal hier, das sind so diese Kanister. Das ist, da wird der Wein wahrscheinlich drin gekeltert. Mal sehen, wie die hier schmecken. Also, den werden wir hier zu Kosten bekommen, den Wein hier. Ne? Ach. Juhu. Oh, ist das heiß. Wir müssen uns ein bisschen aufteilen. Also wer möchte mit mir mal den Winzer suchen, ein bisschen Wein besorgen und so weiter? Ich den Winzer. Okay, also ihr baut auf und wir gehen den Winzer suchen. Das ist ja schon entschieden. Danke. Muss ich aufbauen. Tschüss. Wein. Ah. Oh, das sind die. Hallo. Ja, hallo. Oh, wie angenehm kühl. Eine schöne Abfrischung hier. Willkommen bei uns im Weinkeller. So ja, habe ich mir den überhaupt nicht vorgestellt. Nee, ich auch nicht. Ich dachte, hier ist so ein Weinkeller, ne? Ja. Komm, mein Freund, du brauchst auch noch ein bisschen Glamour. Komm her. Ja, echt jetzt? Ja, natürlich. Okay. Ja, warte, jetzt mal ein bisschen. Wir sind so zärtlich mit mir, oder? Was ist denn das? Das sind gesalzene Nüsse dieses Mal. Wir hatten noch nur ungesalzene, jetzt haben wir gesalzene Nüsse. Da habe ich mich drum gekümmert. Wir sind hier im, sagen wir es mal, moderneren Bereich. Ja. Wir haben ja heute 2 Weinstilistiken. Wir machen ja, produzieren ja frische, fruchtige Weißweine. Und die werden dann alle im Edelstahltank ausgebaut. Und danach zeige ich euch aber auch den Holzfasskeller, wo dann die Reserveweine, die Raritäten und, und unsere Schätze dann lagern. Oh, macht mich wahnsinnig. Meine Aufgabe war eigentlich Snacks und Lichter. Und jetzt habe ich Lampen und... Ganz geil aus, oder? Ja. So, ich hol mal ein paar Snacks, weil du bist ja da beschäftigt in der Stunde. Jetzt probieren wir einen Weißburgunder. Weißburgunder, eine der meist angebautesten Weißweinsorten in Südtirol. Ein ganz, ganz knackiger Wein, rassiger Wein. Typische. Boah, der schmeckt super, ne? Birne, den frischen Apfel in der Nase, das ist ganz, ganz typisch für den Weißburgunder. Das weiß ich immer, schmecke ich immer nie. Ich lese es dann auf der Flasche und dann weiß ich Bescheid. Aber den Apfel schmecke ich jetzt nicht raus. Warum sagt man eigentlich immer im Abgang? Was heißt im Abgang? Ja, der Abgang ist das, was man hier spürt. In der Kehle. Also in der Kehle, genau. Okay, wenn er vorbei ist. Ist nochmal anders als vorne dann. Genau. Dann gibt es Barker-Punkt für den Abgang. Genau. Jetzt können Sie aber langsam kommen. Oh, Spiele. Heute wird gespielt. Was wird gespielt? Können wir jetzt endlich... Du hast Kniffel mitgebracht? Ja, können wir endlich mal Kniffel spielen, oder? Und dann haben wir noch dieses... Wie heißt das Spiel? Das Spiel, wo man hier so... Wer bin ich? 2 Worte. Danke. Heißt es wirklich so? 3 Worte. Wer bin ich? So, dann gehen wir in den Holzfasskeller. Zeige ich euch, wo die Schätze lagern. Oh, ja, das sieht ja so aus, wie man es sich vorstellt hier. Endlich zu Hause. Ja. Hallo. Heute lagern in den Barrique-Fässern nur unsere besten Weine. Mhm. Chardonnay als Weißwein, auch im Holzfass ausgebaut. Mhm. Hier aber im Speziellen der Pinot Noir, der Blauburgunder. Und wenn ihr möchtet, lasse ich euch was direkt aus dem Fass probieren. Sehr gerne. Ich zeige euch, wie das geht. Ihr könnt es gerne auch mal selbst. Wie geht das jetzt? Wie machen Sie das? Also wir haben den Weinheber, lassen hier oben offen. Und den hier rein, lassen das kurz befüllen. Daumen drauf.
holen wir das Glas rüber. Lasst oben aus. Toll. Hä? Ach so, und was willst du jetzt machen dagegen? Ich hol was. Was? Ich hol was? Was denn? Ich hol was. Irgendwie hat man kein gutes Gefühl, wenn Mommsen was holt und denkt, er kann die Situation retten. Hey, Kula. Das ist gar nicht so dumm. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sowas kommt, Mommsen. Gucken wir mal, was die anderen davon halten, aber eben, man kann es ja nutzen. Wir sind ja Camper, wir sind ja keine... Wir sind ja nicht aus Zucker. Ja. Ne? Kurz raus, genau, über das Weinglas. Das ist ja toll. Du machst es wie ein Profi. Oh. Haben alle, ja. Sehr zum Wohl. Und aber das schmeckt ja jetzt schon. Der schmeckt jetzt schon, ja, das schmeckt schon gar nicht. Ich werde gerade durch den Dekanter gejagt. So. Ja. Ein guter Wein ist in jungen Jahren gut und reift dann auch meistens dann noch gut. Ja. 3, 4, 5, 6. Das ist schon mal die Kleine, oder? Schon mal die Kleine. Guck mal, was jetzt noch so ist. Yeah. Ich weiß nicht, irgendwie funktioniert unsere Konstruktion nicht. Wenn wir da, wo sich das sammelt, wenn wir das erhöhen. Du Held! Oder? Wie geil ist das denn? Aber wie machen wir das jetzt? Hinstellen. Wohin? Ja, so. Das reicht nicht. Nee, höher, aber. Höher irgendwie bauen. Noch höher. Ja. Gemütlich. Ich glaube, die anderen erwarten von uns, dass wir haben ja noch das mitbringen. Der Rest der Gruppe. Die haben jetzt gar nichts davon mitbekommen. Wir machen das so. Oh Gott. Ich gebe euch mit der Goldkapsel einen Weißwein mit der roten Kapsel den Rotwein, den Pinot Noir mit. Ach, und weil wir so einen Spaß hatten im Keller, kriegt ihr noch eine schöne Magnumflasche dazu. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch. Ciao. Tschüss. Der Südtiroler Sommerregen macht diesen Abend irgendwie besonders gemütlich. So jung kommen wir nie wieder zusammen. Ja, 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 ja. Haben wir nie eine schöne Jugend? Ja, genau. Du hast ein Rosé. Wir können nicht über Kreuz. Wir wollen einen Spieleabend machen, ne? Und zwar haben wir klebende Papierstücke und Stifte. Ah, wir machen das Personen. Wie heißt das Spiel, das wir suchen? Nein. Wer bin ich? Wer bin ich? Monopoly. Ja. Eine ja, hier Stunde irgendwo rein später. Mit der. Ja, hier. Ja, okay. Wir ziehen blind, ne? Wir ziehen blind. Okay, wir ziehen blind. Hast du es angeguckt? Nein, natürlich nicht. Nicht angucken, Augen hier, da zulassen. Da klebt doch was. Warte, ich mach's direkt. Sonst sind es zwei. Ja. Was? Also, okay, wer fängt an? Nee. Na, du. Nee, das fang doch nicht mal an. Okay. Bin ich ein Lebewesen? Ja. Ja. Lebe ich noch? Nein. Nein. Bin ich ein echtes Wesen? Ja. Ja. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich männlich? Ja. Jetzt kommt die richtige Antwort. Bin ich ein Sportler? Ja. Oh, okay. Wahnsinn. Ah. Bin ich Fußballer? Ja. Ich will schon gleich aufhören. Spiele ich noch aktiv Fußball? Nein. Ja, ich wusste, deswegen habe ich eine Antwort. Schön mit dem. Also bin ich ein Mensch? Nein. Okay. Bin ich ein Mensch? Ja. 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 Bin ich eine Frau? Nein. Nein. Schade. Bin ich eine geschichtliche Figur? Nein. Nein. Noch nicht. Nein. Bin ich eine Frau? Nein. Nein. Obwohl, Moment. Wissen wir es? What? Wissen wir es? Ja, mit den normalen binär, non-binär kann man das nicht so richtig. Ja, eigentlich weiß man, dass es. Oh Gott, ich weiß es, darf ich lösen? Ja. Bin ich Vicky? Nein. Oh. Da gibt es einen riesen Streit drüber, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Ich rechne der Annahme, dass ich keine real existierende Person bin. Ja. 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 Aber ich bin eine Person. Ja. Ja. Und bald bist du nass. Ja. Da bist du eine nasse Person. Nee. Hoppla. Die man. Yes. Also ich bin ein Lebewesen und aber ich habe mal gelebt. Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde sagen, also nicht in echt. Bin ich Weltmeister geworden in meiner Karriere? Ja. War ich auch mal Bundestrainer? Ja. Ja. Ich bin Franz Beckenbauer. Wir haben noch eine lustige Nacht vor uns und in der nächsten Folge erreichen wir endlich den Gardasee.